Gesagt. Nur weil du. Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Ich weiß, dass das unfassbar scheiße ist. Weißt du was? Ich hole mal ganz kurz was zu naschen. Eine Sekunde. Ich habe hier Süßigkeiten. Hier, ich weiß, dass du die magst. Du kannst die auch später essen. Es ist jetzt kein Zwang. Ich dachte, was. Es geht überhaupt nicht, wie die Leute mit dir umgegangen sind. Hast du mit dem Lehrer geredet? Was hat er gesagt? Also auch nicht viel gemacht. Mir geht das gerade sehr nahe. Ich weiß, dass. Ich weiß, wie du dich fühlst. Kuscheln. Einen kleinen Rat mitgeben. Rede ich nicht auf diese Leute. Ich weiß, dass das schwierig ist und zu sagen, dass man diese Leute ignorieren sollte, hilft nichts. Ich weiß, weil diese Leute einfach immer wieder ankommen. Was du aber wissen solltest, ist, dass Leute, die sich so verhalten dir gegenüber, nur weil du anders bist, meistens selber sehr verunsichert sind und selber ihre Probleme haben. Ich weiß, das ändert nichts an deren Verhalten. Ich finde, wichtig zu wissen, und es ist auch wichtig zu wissen, dass das nichts mit dir und deinem Wert als Mensch zu tun hat, sondern dass diese Leute oft ihre eigenen Unsicherheiten auf dich projizieren und du leider dann zu einer leichten Zielscheibe wirst, weil sie denken, du stehst unter ihnen, weil du anders bist. Aber das stimmt nicht. Und lass dir sowas auch niemals einreden, okay? Wirklich nicht. Du wirst Leute finden, die dich mögen und die dich so lieben und akzeptieren, wie du bist. Ich liebe und akzeptiere dich so, wie du bist. Da sind wir auf jeden Fall mindestens eine Person, die dich so liebt und akzeptiert, wie du bist. Ich weiß das.
macht nicht viel aus, wenn man in der Schule gemobbt wird. Aber es kann helfen, sich dem Mobbing ein bisschen stärker entgegengetreten zu fühlen oder dem Mobbing ein bisschen stärker entgegenzutreten. Schön noch so nebenher, wenn man ein Buch liest oder so. Ich gebe das einfach mal. Was kann ich denn noch für dich tun? Möchtest du vielleicht einen Tee? Erstmal nicht. Okay. Warte. Ich habe hier eine Kerze für dich. Riech mal Vanille, riech mal. Wie Leute reagieren und wie sich Leute dir gegenüber verhalten. Leider. Manchmal. Besonders wenn sie sich arschig verhalten. Aber weißt du, was du kontrollieren kannst? Wie du damit umgehst. Soll ich die? Ich stelle sie hier einfach hin. Die riecht schön nach Vanille, als sie angezündet ist. Was ich dir auch mitgeben wollte, ist Bildschirm. Du kannst Netflix drauf gucken, wenn du willst, okay? Du kannst dir deine Lieblingssendung aussuchen. Einfach ein bisschen cozy, comfy machen. Okay. Sehr schön. Damit ich ein bisschen innerlich zu verarbeiten, sondern einfach auch mal für einen Moment loszulassen. Oh, und noch was. Egal, was andere sagen, deine Identität ist absolut valide. Manchmal ist es ja auch so, dass Leute aus der eigenen Community einem sagen, dass man nicht richtig wäre, weil sie selber so einen Blödsinn, den irgendwelche Mobber sagen, verinnerlicht haben. Aber ich kann dir sagen, so wie du dich fühlst und so wie du bist, ist absolut richtig, absolut in Ordnung, okay? So. Eben, du tust niemandem damit weh. Und das ist auch das Einzige, was zählt. Warum solltest du nicht glücklich sein? Nur weil irgendwelche Leute nicht verstehen, wie du tickst und ihnen das Angst macht. Obwohl es einfach nichts gibt, wovon man Angst haben bräuchte.
weiß, wie schwer das ist, queer zu sein in einer Welt, wo man das Gefühl hat, dass jeder irgendwie oder dass super viele Leute einen nicht mögen. Aber weißt du was? Es gibt so viele Leute, die dich mögen und so viele Leute, von denen du noch gar nicht weißt, dass sie dich mögen. Und es gibt auch Leute, oder es wird auch Leute geben, die vielleicht am Anfang damit nichts anfangen können, die aber durchaus offen sind. Und es ist wichtig, solche Leute zu finden. Leute, die dich so lieben, wie du bist. Und dir da einfach deine Community aufzubauen, die dich unterstützt. Das ist das Allerwichtigste. Dann ist es auch gar nicht mehr so wichtig, was irgendwelche Leute in der Schule mal zu einem gesagt haben. Vor allen Dingen, wenn du älter bist. Okay. Wie gesagt, du kannst dir Netflix angucken. Ich habe hier jede Menge Tee. Also, falls du dich noch umentscheidest. Du hast heute genug dich mit so einem Blödsinn beschäftigt.